Ja, ich bin ja hier in einem Haus mit vielen Holzbalken und angeblich soll das ja das WLAN auch irgendwie ausbremsen, habe ich gehört, besonders wenn der Punkt, also vom Router zum Empfänger quer diagonal durchs Haus durchgeht. Und besonders mit dem Telekom-Router, der ist irgendwie ein bisschen schwachbrüstig, habe ich hier kaum Empfang gehabt. Und dann habe ich angefangen, nachdem die Telekom-Leute mir auch nicht helfen wollten oder konnten, habe ich dann angefangen zu experimentieren und habe dann einfach ein, also nicht mehr das interne WLAN vom Rechner genommen, sondern ein externes WLAN und an einem Verlängerungskabel zum Rechner, also ein USB-Kabel. Und das lasse ich einfach hier runterhängen. Na, dann ist es erstmal raus aus dem ganzen Störnebel hier von den anderen Geräten. Und außerdem ist es irgendwie näher dann zum Fußboden halt, ne? Näher zum Router. Und das hat eine starke Verbesserung gebracht. Also ich hatte vorher hier so ganz schlechte Werte, also teilweise überhaupt gar keinen Empfang mehr. Und jetzt geht es super. Also was heißt super? Also ich meine, ich bin froh, dass es überhaupt so gut geht, ne? Aber ich habe guten Internetzugriff auf jeden Fall.